online. Yay! Yeah. Hallo, Jetzt hallo. warten wir, bis wir auch zu sehen sind. Yay! Erstmal Kamera drehen. So, da sind die beiden. Yay! Da sind wir wieder zu einem spannenden Wir töten Monster und warten Spiel. Ja, was sich eventuell hoffentlich ändern wird. Ich weiß es nicht genau. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie an meinem Spiel liegt oder so, aber bei mir ist hier alles ziemlich im Rotstich gehalten. Echt? Bei mir nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Das finde ich sehr interessant. Bei uns sieht alles ganz normal aus. Ja, bei dir sieht alles ganz normal aus. Bei mir nicht. Faszinierend. Auch gut. Yay. Egal. Wir müssen mit Christa reden, nachdem wir diese tollen Splitter und all so einen Scheiß da gemacht haben. Ja, genau. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben die Blutsteine gesammelt. Und ich weiß noch keine Hausaufgaben. Gehen jetzt hoffentlich ein bisschen spannender weiter in die Story und nicht nochmal wieder, ihr wisst schon, nur spannende Abenteuer. Yeah. Schauen wir mal. Ansonsten habe ich schon gesagt, höre ich auf. Wow, das ist ja ein kleiner Berg von Blutstein. Fantastisch. Wir hätten es nicht ohne dich geschafft, Brandgeborener. Wir werden uns sofort an die Arbeit machen. Also, was ist der Plan? Shinuwa ist ein Schmied, der unter seinen Leuten großes Ansehen genießt. Ich glaube, dass wir mit seinen Fertigkeiten und seinem Wissen aus diesen Steinen eine neue Art von Waffe herstellen können. Aber währenddessen werden wir sicher einige davon zerstören. Deshalb danke, dass du genug für uns gesammelt hast. Das war jemand anders. Solange es hilft. Du hast recht. Ist mir egal, die reden jetzt alle so. Ja, okay. Nein, muss man beim nächsten Mal drauf achten. Die machen das aber auch nicht so eindeutig. Nee, aber jetzt ist sie wieder dran. Ja. Hey, Kopfhoch, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt wieder, wer ich bin. Wir haben die klügsten Leute des Kontinents, die daran arbeiten. Ich werde es dich wissen lassen, sobald wir etwas Brauchbares haben. In der Zwischenzeit solltest du dich darauf konzentrieren, uns am Leben zu halten. Oh, spannend. Werde ich. Viel Glück euch dreien. Oh, Graf Mausgewitz ist wieder da. Ja, ich finde die Klamotten so süß. Mukoro. Da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht, Brandgeborener. Was ist los, Mukoro? Ich habe meine Vermessungsteams ausgequetscht. Ob sie irgendwelche Hinweise auf den Standort von Grogrias Schatzkammer haben. Ja. Ich spiele dich immer ein, wenn das kommt. Wir sind vielleicht nicht so berühmt wie die Wüstenelfen, aber wir haben überall auf dem Kontinent Leute. Ich dachte mir, zumindest einer von ihnen muss etwas gehört oder gesehen haben. Erfolg gehabt. Eins ist sicher, sie befindet sich nicht innerhalb der Grenzen der Föderation. Der Konsul und ich fangen an zu glauben, dass wir weiter entfernt suchen müssen, wenn wir die Schatzkammer finden wollen. Ich habe das Gefühl, du solltest deine Suche auf die unerforschten Regionen außerhalb der Föderation ausdehnen. Oh, sehen wir was Neues? Ja, die Karte ist ja ein bisschen größer. Ja, deswegen. Irgendwelche Vorschläge? Hast du vom zeitlosen Dschungel gehört? Das ist ein dichter Regenwald im Süden der Gnoll-Einöden. Außerdem beheimatet er die Saurins, ein mörderisches, blutrünstiges Volk. Ja, genau, da gehen wir hin. Das ist lebensbejahend, wie es die Welt kaum gesehen hat. Aber Averdo Sorsa scheint der Meinung zu sein, dass du das schaffst. Außerdem
habe ich dort möglicherweise einige Kontakte, die dir helfen können. Im Dschungel? Wieso? Die Goldschlüsselhändler vertreten ihre Interessen überall. Wir finanzieren eine Minenexpedition in der Region. Eine unabhängige Truppe, die sich Rotsonnenschürfer nennt. Wenn du ihnen wichtige Vorräte ins Lager bringst und ihnen meinen Namen nennst, werden sie dir sicher helfen. Welche Art von Vorräten? Das ist der komplizierte Teil. Die unerforschten Gebiete sind nicht Teil der Föderation. Nicht alle ihre Händler akzeptieren unsere Währung. Einige von ihnen handeln nur in einer Währung namens Kriegertalent. Genau, das braucht das Team. Noch mehr Währung. Yay. Wir haben ja nicht schon genug Währung. Wo ist der Haken? Diese Währung ist selten. Am wahrscheinlichsten findest du sie in alten Ruinen, uralten Gräbern und anderen abgelegenen Orten. Und selbstverständlich ist es ein Gefahrenaufpreis-Albtraum. Was? Auftragnehmer in monsterverseuchten Dungeons zu schicken. Aber du findest dich ja ständig an solchen Orten wieder. Ach man, das sollte für ein Abenteuer wie dich kein Problem sein. Oh man. Ich hab jetzt schon wieder keine Lust. Es sinkt alles bei so. Bei solchen Texten auch kein Wunder. Mit jedem Text, mit jedem Wort, die Motivation schmilzt. Ich nehme an, das passt. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Halt die Augen offen nach Kriegertalenten, wenn du alte Dungeon plünderst, okay? Wenn du eine angemessene Menge gesammelt hast, komm zu mir, dann organisieren wir deine Reise in den zeitlosen Dschungel. Hört sich gut an, ich werde nach Kriegertalenten suchen. Warum sagen die das erst jetzt? Warum sagen die nicht ganz am Anfang des Spiels? Das gibt es. Vielleicht findet ihr irgendwas. Und am Ende muss man dann nicht mehr so viel davon haben, brauchen müssen. Schatzkiste! Yay! Was war drin? Ein Rezept für ein Elixier. Yay! Wuhu! Yay. So, sammle Kriegertalente. Mokuro hatte ich Kriegertalent, bla bla bla. Können abschließend von Prestige-Quests und Errungenschaften in Dungeons sowie durch das Öffnen von versiegelten Truhen aus folgenden Dungeons erhalten werden. Mausoleum der Cervantes, Altar des Blutes, Brutusmine, Halle der Toten, Wunschtraumruinen, entzweites Heiligtum. Ja. Dann musst du mal öffnen. Dann muss ich mal öffnen. Ja, weil... Oh. Du bist Spieler 1! Verdammt, warum ausgerechnet heute? Spielersuche. Tja. Was war das also, nochmal? Mausoleum der Cervantes, Altar des Blutes, Brutusmine, Halle der Toten, Wunschtraumruin, ein zweites Heiligtum. Wir haben, glaube ich, nur das Mausoleum. Ich habe sonst noch die Wunschtraumruinen, die waren, glaube ich, auch dabei, oder? Ja, genau. Das sind so, glaube ich, die beiden einzigen. Wir machen das Mausoleum, würde ich sagen, Stufe 26. Ja, ich glaube, das sind so, sowieso nur zwei, und weil da steht ja dann Mausoleum der Cervantes, Altar der Blutruinen. Ja. Altar des Blutes, das haben die nur sehr blöd hier geschrieben in der Beschreibung. Gut, dann machen wir mal das Mausoleum. Oh. Das ging schnell. Was? Festhalten. Das hat mich jetzt total verstört. Ja, ich hatte es gerade ausgewählt und dann so... Was? Jetzt schon? Wir brauchen jetzt nur noch eine Person, die mitmacht. Das dauert bestimmt jetzt 5 Stunden. Möchtest du die Instanz wirklich betreten? Nein, eigentlich will ich das nicht. Aber das Spiel verlangt, dass man jeden Blödsinn mitmacht. Oh, eigentlich wollte ich shoppen gehen. Na, egal. Ja, das stimmt.
Jemand hat das Spiel Toll, jemand hat das abgelehnt. Spielen abgelehnt. Na toll. Zu früh gefreut. War wahrscheinlich so, ups, aus Versehen. Oder nein, mit Richard und Helga, da will ich nicht zusammenarbeiten. Gucken, ob ich es irgendwo zu einem Shop schaffe, wenn ich irgendwie herausfinde, wo hier einer ist. Ist hier überhaupt irgendwo einer? Da hinten. Und Lala. da sind Shops, glaube ich. Laufen wir doof durch die Gegend. Hui. Könnte auch meine Post holen. Schon mal Aber gucken, dazu habe ist ich das keine Spiel Lust. eigentlich wieder beruhigt oder sind die Brauntöne immer noch so komisch? Nein, okay. Take your time. Ja, du mich Also irgendwas auch. stimmt heute nicht mit der Übersetzung von der PlayStation auf Twitch. So, kaufen wir wieder ein paar Tränke. Kann ich eigentlich die Babytränke verkaufen hier, wenn ich sie finde? Vielleicht unter Genesung. Lalalala. So. Reiten, 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 sinnlos durch die Gegend reiten. Warum zeigst du die Tränke jetzt nicht an? Kann ich irgendwas verbessern? Nein, das müsste ich erst reparieren. Oh! Dungeon betreten. Mal sehen, ob sie heu jetzt Lust haben. Also heute ist echt gut. Ob sie jetzt Lust haben. Bin ich ein bisschen eingekaufter. Was ist das eigentlich? Dann stellen wir uns ans Feuer, dann generieren wir noch ein bisschen. Sollte es ja gleich Oh mein losgehen. Gott! Es hat geklappt! Na gut, schauen wir mal, wie lange das dauert, bis wir Ob wir es dann überhaupt schaffen. in den Dschungel können. Ja, ich hoffe, es ist ein neuer Dschungel und nicht der Dschungel, den wir bereits kennen. Ja, das hoffe ich auch. Weil dafür wäre das dann ganz schön Banane. Eieieiei. Aber ich meine, Willkommen im Rotstich. das ist ja der Dschungel, den wir kennen, ist ja in der Föderation, also. Erstmal die verfressene Bande. Erst mal hinstellen, was essen. Ja, es gibt halt Regeneration, wenn man es macht. Ne? Ich hab's nicht gemacht. Hab Ich auch hab's gar nichts gemacht. zu essen. Ich habe ordentlich was gegessen. Da lebt noch einer. Ach ja, das hatten wir schon mal. Ja, keine guten Erinnerungen daran. Das Ding, was Radar sehr gut gefällt, weil es hat viele Augen. Ja, und auch Hey! Augen an den Beinen. Nein! Oh. Yay. Das lief gut.
Absolut. Was passiert, wenn ihr sterbt? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Wenn der Weg ist angreifen würde, der andere. Macht er gar nicht. Nee. Und du hast recht, der steht einfach nur da und macht gar nichts. Ich belebe mich am Seelenfeuer wieder. Ist der AFK? Gleich ist sie tot. Ja. Jetzt ist sie tot. Vielleicht belebt sie sich auch wieder. Oh, jetzt können wir hier wieder rein. Faszinierend. Na, immerhin ist das da nicht ganz verloren. War das wieder ein Gestöhne von ihr da? Sind jetzt alle drin? Nein. Sind jetzt alle drin? Titten. Ja. Wenn man nichts zu tun hat. Warten die auf irgendwas oder habe ich was verpasst? Sind jetzt alle da. Sieht so aus. Sie sind wieder. Yay! Weiß bis heute noch nicht, ob man den ausweichen konnte, ob man die zerstören konnte oder wie auch immer. Ich Oder habe ob man keine einfach nur die Ahnung. Hülle töten musste. Ich glaube, es ist einfach nur überlebt, solange du kannst. Ich weiß das nicht. Es wird langsam eng. Ah! Ich muss gerade, wenn ich das ganze Blut da sehe, an ein Lied von Powerwolf denken. An eine Textseite. Schon wieder hin nach. Das ist wieder weg. Lalalala, ich muss warten, bis ich Tränke benutzen kann. Irgendwie das Gefühl, hinter mir spielt sich alles Mögliche ab. Ja, klar, immer wieder Helga, ne? Yay. Ah, oh Mann.
Einstellung. Tötet mich gleich wieder. Den hat er jetzt abgebrochen durch seinen Vortex. Na toll. Ja, und wieder immer alles auf Helga. Bin heute Alter. Wieder sehr beliebt. Hier. Das sieht voll gruselig aus. Haha. Klingt jemand. Ist umgefallen. Jump around. Wir haben sie bald geschafft. Yay, mal nicht ich. Verdammt. Ich wollte Viereck nicht haben. Man dachte, ich bin mal wieder falsch. Da habe ich auf Kreis gedrückt und dann hat es nicht geklappt. Das war sehr dumm. Yay! Ach, das ist umgefallen. Heil bitte! Heil bitte! Yay! Und jetzt wieder zurücklaufen? Habe ich was verpasst? Du läufst zurück. Aber die laufen alle hin. Also 5 und 2. Ah, okay. Dann ist die. Nee, dann ist die 1 falsch gelaufen. Und die lassen alle Monster am Leben. Hm. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Hui. Ich versuche weiterzugehen. Alter, kannst du auch von den Zug passieren? Danke. Die ganze Horde hat mich ja nicht vorbeigelassen. Sehr kurz. Mal sehen, wie oft ich hier sterbe. Thank you.
Oh ja, das ist. Ich hab den Boden vollkommen. Hat mich einfach ignoriert, das läuft einfach so über mich. Durch mich durch. Sowas tut er. Ja. Vielleicht ist es schon so verfault, dass es faul ist. Da wollte ich mich einsetzen, Mann. So verfault, dass es faul ist. Ja. Durch diese neue Fähigkeit der Wächter muss man echt aufpassen, was man tut, wenn man allein ist. Also das jetzt schon ein paar Mal, dass ich dann diese olle Wächterfähigkeit, Hälfte der Lebenspunkte opfern angefangen habe zu kassen. Kann man nicht auf den grünen Schleim zu laufen. Da bist du ein Alter. Wegen dem bisschen Gift. Ja, ich mag nicht so gerne Gift. Gegen Gift bin ich allergisch. Ja, überall ist Gift. Ja, der Kort schon wieder. Oh Gott. Hör auf mich anzuspucken. Ich sterbe eh schon gerade. Sheesh. Lidien machen. Nein, das wollte ich gar nicht. Heute sehr durcheinander mit meinen Knöpfen. Gegen mich. Immer wenn ich näher komme, spuckt er mich an. Ich glaube, der hat allgemein was. Ich würde ja hier nicht alles vollkotzen. Er hat nicht gerne Besuch. Ich finde Besuch einfach zum Kotzen. Aua! Kommen die schon wieder auf mir? Keine Ahnung. Nicht immer aus meiner Attacke raus. Der hat kein Benehmen. Nee, hat er auch nicht. Warum hat jetzt so ein komisches Gipfelzeichen in meinem Schädel? Also ich kann dir eins sagen. Ich hatte keine Lust, das jetzt 20 Mal zu machen. Tschüss. Nicht ich. Ich habe nicht von dir gesprochen, Helga.
Nicht, dass ich ihn von hier aus treffe. Aber hier ist überall grüner Schleim. Oh. Yay! Hattest du auch gerade diesen krassen Soundfehler? Ja, hatte ich. Wie okay. Kann ich eigentlich meine super Heilungsfähigkeit einsetzen? Was für eine super Heilungsfähigkeit? Wie ging denn das nochmal? Muss ich eins? Ah. Nein, das ist keine Heilung. Nicht? Du opferst die Hälfte deiner Lebenspunkte, um alle Gefallenen im Umkreis wiederzubeleben. Ach, das war das. Ja! Was ich eigentlich machen wollte, war das andere. Ich erinnere mich wieder. Das war deine komische Heilkugel-Erweiterungszeugs und so. Genau, das hier. Ja. Das scheint den anderen nicht zu bringen. Das ist doof. Nee, weil die außerhalb des Bereichs waren. Hier müsstest du das einsetzen. Und jetzt muss ich warten. Ach so, es gibt ja Essen. Essen. Ah. Marmeladenkuchen? Naja. Das ist ein sehr gesundes Mahl. Ja. Was man nicht so alles in einem Gift-Dungeon so zu sich nimmt. Ja. Ich hoffe, es ist rote Marmelade, nicht giftgrüne Marmelade. We'll see. Jump! Natürlich bin ich reingejumpt. Alle Augen. Ist blendet voll. Da ist er. Oh mein Gott, da ist er. Le Vampire. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, irgendwie sowas. Alle da, alle da, alle da. Okay, auf die Kugel. Fertig. Oh, ich bin durchgesprungen. Ach, man kann ihm noch keinen Schaden machen. Doch. Ah. Ziemlich blutige Scherben. Weißt du, was ich an ihm schön finde? Nee. Er bewegt sich so wenig. Und das ist schon wahr. Er kann sich ja auch nicht so viel bewegen. So. Zumindest wirkt er nicht so. Ist bestimmt noch sehr müde von seinem Schlaf. Das kann natürlich sein. Stärkung!
Hey! Nicht wegrennen! Warum hat er den Turbo angeschmissen? Ich bin gerade so an die Stelle gewöhnt, wo ich stand. Ich fand die auch ganz schön. Basilo. Warum nimmt der Viereck nichts? Das war definitiv im Bereich drin. Hast du die Taste kaputt gemacht? Ich glaube. Kann man euch zähmen? Das sind bestimmt coole Wachhunde. Oh nein. Oh. Die machen witzige Geräusche, wenn die sterben. Bisschen wie Kühe. Oh. Ja, irgendwie sowas. Verdammt. Fang nicht noch kurz vor Tod an, dich noch mehr zu bewegen. Hallo! Ob jetzt auch nicht mehr. Ich frage mich, wo er die riesigen Blutstropfen hernimmt, die von der Decke fallen. Wie viele Fledermäuse hat er dafür abgeschlachtet? Fall endlich um. Yeah. Yay. Jawohl. Er ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Monster. Würde ich auch nehmen. Immerhin A. Ah. Wo ist die Kiste? Da hinten ist die Kiste. Das war, glaube ich, bis jetzt der schlechteste Dungeon Run. Yay! Yay! Sind die Kriegertalente, wenn, in den Kisten drin? Ich öffne sie mal. Wow! Schickes Kleidungsstückchen. Mein Inventar ist voll. Ich brauche gar nicht versuchen, das zu öffnen. Ja! Aber das ist schick. Das sind diese Goldmünzen mit Kronen drin. Okay. Ich muss erst zur Post. Erstmal raus. Oh Mann, wie viel hast du gekriegt? 15. Das Arbeitsbelohnungsverhältnis stimmt nicht so ganz. Ja. Nein, das Arbeitsmünzverhältnis. Vor allem habe ich auch noch keine Übersicht gefunden, wo das angezeigt wird. Oder ob das ein Item ist, was du im Inventar hast. Keine Ahnung. Ja, das werde ich gleich erstmal recherchieren. Ist das andere Ding, was wir dann noch machen können, das Level 28er, ist das kürzer?
Ich kenne es nicht, ich habe es noch nicht gemacht. Okay, hätte ja sein Weil können. ich bin mit Abschluss, also mit den letzten Blutsplittern, bin ich 28 geworden und habe dann zwar gesehen, dass ich irgendwas freigeschaltet habe, aber ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was und so. 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 Tasche. Wo ist hier denn ein Postkasten? Ich bin an einem vorbeigelaufen, das weiß ich noch. Oder sieht man das? Ah, das sieht man bestimmt. Karte. Karte. Ah, Charakterinfo. Zumindest schon mal ein Ah, Hinweis. da sieht man's. Öffne mal die Karte. Der Gegenstand. Und dann Ah, mit das ist ja R2 schön. auf Charakterinfo. Ja. Und dann mit dem linken Stick ganz nach unten scrollen. Da steht Kriegertalent. Ah. Wie viel Da steht da steht bei dir? 60. 98. Wow. Also haben wir davon schon was? Ja. Okay. Immerhin. Schade, Ja, habe ich ich was Schönes ist schon mal gefunden. besser als komplett bei 15 oder so jetzt anzufangen. Das ist wahr. So, jetzt ist mal ein bisschen Platz. Dann kann ich die Kiste mal aufmachen. Wahrscheinlich will er das immer noch nicht. Doch. Und da sind 18 Kriegertalente drin. Das ist Immerhin. gecheatet. Hey, ja, bei den anderen Sachen hattest du mehr Glück als ich. Ja, deswegen, ja. Ich kann auch mal Glück haben, ja. Nein. Okay. Ganz einfach, nein. Ich nehme das so hin. Reicht auch. Ja, dann kannst du das nächste schon anstellen. Den Okay. 28er Also wieder erstmal total so verkacken können. den Wunschtraum, die Wunschtraumruinen. Ruinen. Okay, Warteschlange beitreten. Spielersuche läuft. Dysneno, Halle der Toten, Spielersuche. Das ist nicht. Ist das ein Side-Dungeon? Auch nicht. Schlachtfeld, auch nichts. Kriegsarena, auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht kriegt man das erst wesentlich später. Keine Ahnung. Oder man schaltet das irgendwie frei. So wie hier auch Tempel der Lüge steht. Level 30 und abgeschlossen das leuchtende Portal. Ne, dieses Schwarzbild. Jump around.
Jetzt wird der Jäger zum Gejagten. Ich krieg dich, ich krieg dich. Ja. Die Leute, die jetzt dazukommen, müssen auch denken, was sind das für zwei Idioten? Irgendjemand rennt da die ganze Zeit ums Feuer rum. Wird schwindlig. was gibt's denn noch so für Quests? Die normalen Quests habe ich eigentlich alle gemacht. Ich meine, hier ist noch irgendwas, was er mir da anzeigt. Beweis der Bestimmung. Ach, wir haben auch noch mit Aaron da reden. Oder von Aaron, diesen Quest bei den Hütern. Können wir da ja mal hinreiten. Da lang. Nein, wir müssen ja eh warten, bis da irgendjemand mal "Hallo, wir wollen das auch spielen" sagt. Ja. Aber ich weiß immer dann nicht, wenn ich was anderes mache, da habe ich mich auch schon mal so verklickt, dass ich wieder ausgetreten bin oder nicht eingetreten bin in diesen dummen Dungeon. Deswegen bin ich immer ein bisschen ja, vorsichtig. Ja, da müssen wir einfach nur das Gespräch abbrechen und dann Option lange gedrückt halten. Solange wir außerhalb vom Kampf sind, funktioniert das ja. Weil ja, im Kampf kannst halt, du auch nicht annehmen. Ich war halt im Kampf drin, deswegen... Hüterneuling Aaron. Dann hast du dich also unserem heiligen Orden angeschlossen. Glückwunsch, Hüter, Hüterin. Nun, da du zu uns gehörst, solltest du von den exklusiven Teleports unserer Union erfahren. Was ist das? Das ist ein eigens gefertigter Teleport, der so gebaut ist, dass nur Mitglieder der Hüter ihn benutzen kann. Damit kannst du von überall auf der Welt sofort hierhin zurückkehren und dafür musst du nur ein bisschen Unionsguthaben ausgeben. Du solltest dich informieren, wie er funktioniert. Rede mit Selina vor dem Sanktorium, sie kann dir Details darüber erklären. Danke, das mache ich. Wen interessiert das bitte? Wer will denn schon hierher zurückkehren? Vor allem, wer will dafür Geld ausgeben? Ja, das ist ja Geld. Das will doch keiner. Whoa. Oh Gott. Wow. Sie ist gruselig. Hey, Big du! Head. Komm und sieh dir unseren Unionsteleport an. Es ist ein fantastisches Werk der Handwerkskunst. Weißt du, wie er funktioniert? Das ist kein normaler Teleport? Nein! Union-Teleports können nur von Mitgliedern der jeweiligen Union verwendet werden. Es kostet kein Geld oder Sternkörnchen, sie zu verwenden. Stattdessen bezahlst du mit Hüterguthaben, weil es dir so viel besser ist. Ja. Und am wichtigsten, die Kosten bleiben gleich. Egal wie weit du reist, es kostet immer gleich viel. Und wie kann ich ihn verwenden? Die Union-Teleports gehören nicht zu einem größeren Teleportnetzwerk. Deswegen funktionieren sie ein klein wenig anders. Du musst nicht physisch mit ihnen interagieren. Öffne einfach deine Weltkarte und reise direkt hierhin zurück. Klingt praktisch. Danke, ja, bitte. Ja, unglaublich praktisch. So. Könnte ja auch mit einem normalen Teleporter in die Stadt und dann ein Stückchen laufen. Ich bin ja nicht faul. Genau. Ja. Ja. Das war's. Mehr haben die nicht zu sagen. Das war die auch ganz. Hallo, Hauptmann. Ach, wir können die Hüter auch verlassen. Na cool. Lass uns wieder austreten. Nein.
Wir Lass haben uns den wieder ganzen. austreten und ins Dorf gehen, die sind cooler. Wir haben den ganzen Scheiß auf uns genommen, also bleiben wir jetzt erstmal hier drin. Unionsanfragen ansehen. Blütenblätter in Padana. Kann Sammle Segen weiße erhalten. Wildbluten. Bluten, genau. Wildbluten. Kennst du schon die Wildbluten in Pandana? Die Wildbluten. Ja, ich Sie weiß, ja, die geendet bei kenne den ich. Morgentauebenen, um Feuerholz zu erhalten. Schimmerschuppenmine. Okay. Teammission Arena. Schließe eine Zeit-Dungeon-Herausforderung ab. Arena-Herausforderung, okay. Schließe die Höhlenherausforderung der Purpurfälle ab. Das könnten wir annehmen. Tatsächlich, weil wir die ja eh nochmal machen müssen. Für den Nachtwind. Wo hast du die denn? An der Tafel. Ja, ich bin da auch. Ich habe Herbati Kraftnahrung, halte das Ritual auf, erste Hilfe für Einhörner, Ach, dann sind die auch noch unterschiedlich. ein potentes Gift, essentielle Kräuter und Höhle, blutige Arena. Ah, doch, war das bei dir, blutige Arena? Nee, bei mir waren das die Pupulfälle. Ich habe jetzt noch das Gnoll-Triumvirat, nehme ich auch an. Arena-Team-Mission. Blütenblätter in Patna, wie gesagt. Klagen eines Holzfällers und Schimmerschuppenmine. Aber das schon wieder Banane, dass sie Perfektes Bild. selbst wenn man in einer Gruppe sind, unterschiedlich sind. Ja, das ist blöd. Ich meine, das sind Sachen, die kann man bestimmt machen, wenn wir alleine sind. Und wenn man noch irgendwas braucht. Aber zusammen? Das ist ja doof. Ja. Hey, warum will denn keiner den Blödsinn machen? Es sind schon über 9 Minuten. Es ist schon Echt Nacht mal. draußen. Oh, vielleicht auch nicht. Vielleicht sah es nur so aus. Vielleicht ist es auch wieder hell. Nein, es ist nur so hell. Ich glaube, es ist Nacht. Vor allem ist ich bin bei allen drei Fraktionen circa gleich weich. 210, 210 und 230. Yay. So reich. Ja, ich kann mir damit für einen totalen Unfug kaufen, weil die Farbe Blau ist natürlich 5000 teuer, weil es ist glänzendes Königsblau. Glänzend. Ja, es ist ein Richard Blau. Ah. Wollen wir die Purpurfälle machen? Aber die bringt für die Hauptquest nichts. Ja. Nur für die. Nur für die. Für den Nachtwind eventuell. Oh, ich kann auch Baumgeld machen. Baumgeld habe ich schon gemacht. Ich noch nicht. Hallo, weitertauschen. Weitertauschen, Dankeschön. Weitertauschen, weitertauschen. Ah, wie spannend ist das heute wieder? Ja, es ist richtig mega spannend. Heute seht ihr Richard ganze Zeit im Kreis reiten. FP Händler Wanderer. Hallo, zeig mal, was du hast. Ich habe genau einen SP und dafür kann ich mir ein Erinnerungsjuwel kaufen oder ein KP-Ticket. Aber der Preis der Macht habe ich nicht abgeschlossen. Ah, ja. Ja.
Spannender wird's heute nicht mehr. Die sieht eigentlich ganz cool aus. Ha? Schwarzbild. Das ist wahr. Aber man kann nicht mit ihr reden und gar nichts. Oh Ja. komm, es muss doch irgendjemand online sein, der das machen will. Das Server abhängig. Wollen wir es auf einem anderen Server probieren? Beziehungsweise es ist ja kein anderer Server, es ist ja derselbe Server, nur ein anderer Kanal. Ich weiß nicht, ob es abhängig ist vom Kanal. Das weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich sind hier nicht so viele 28, die auch einen 28er Dungeon machen wollen. Ja. Das ist das Aber auch. Problem, dass man nicht sagen könnte, ach komm, wir versuchen es mal alleine oder so. Ja, genau. So wie es in anderen Spielen stellenweise ja auch geht. Ja. Suche nach Mitspielern. Ja, willst du es alleine probieren? Ja, siehe Pokémon, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Nein, hier muss man warten. Wahrscheinlich braucht man auch irgendein ganz spezielles Ticket, das man für Realgeld kaufen kann, damit man da auch alleine in die Dungeon gehen kann. Nein, ich glaube, das gibt's nicht. Dem Spiel traue ich alles zu. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nein. Ich guck grad den Echtgeld-Shop durch. So. Ich hab ja nichts zu tun. Ja, ich auch nicht. Ich Ich meine, ich frage mich reite immer noch, im wo ich die Kreis. 550 Rubine daher habe. Kann mich eigentlich nicht erinnern, irgendwas gekauft zu haben. Oder haben wir irgendwas gekauft? Nee, aber ich glaube, die kriegst du irgendwie durch die Blesspass-Abschlüsse oder Ach, sowas. stimmt. Irgendwie so war das, ja. Ja, es heißt so. Ja, ist es auch. Währung kaufen. Bin mal kurz weg. Na, zeig mir einmal an, wie teuer ist denn das Ganze jetzt? Ach, so günstig. €5,20, €11, €21, €55 oder ganze €110. Na, wer das nicht ausgeben will. Wie viele Punkte kriegt man denn dann? 500, 1000 und dann das steigert sich dann noch. Aber zu wenig für das Geld. Aber die Preise sind schon ein bisschen happig. Wie hieß das andere noch?
habe ich dich fast erwischt. Yeah. Wo kriegt man noch diese Punkte her? Diese Währung? Wo man die noch herkriegt? Ja, ich habe schon wieder vergessen. Nein, eigentlich habe ich überhaupt nicht zugehört. Ich war so fertig. Also du kannst es normal im PlayStation Store kaufen bei Bless Unleashed. Nein, ich meine... Da wirst du nämlich hingeleitet. Nein, ich meine die Kriegerpunkte. Ach so, ob man die kaufen kann. Nein, wo man die noch herkriegt, außer... Ja, das Problem ist, das ist nur diese tolle Bluthöhle, die wir eben schon gemacht haben. Also kann man sie nur über die... Okay, mehr wollte ich nicht wissen. Weil ich dachte, vielleicht können wir irgendwo ein Bossmonster töten. Man kriegt sie dann auch. Boko hatte ich gebeten, Kriegertalente zu sammeln, damit er eine Expedition in die zeitlosen Dschungel finanzieren kann. Kriegertalente können durch Abschließen von Prestige-Quests und Errungenschaften in Dungeons sowie durch das Öffnen von versiegelten Truhen aus folgenden Dungeons erhalten werden. Also Prestige-Quest kann man ja machen, weil ich meine, da wo wir die schon gemacht haben, da sind die Symbole ja wieder da. Oder die sind immer noch da. Ja, die kannst du täglich neu machen. Genau. Das ist auch nicht unbedingt spannend. Nee, weil das ist das the same procedure as the last sessions. Ja, was machen wir denn sonst? Sinnlos im Kreis reichen. Kein Wunder, dass niemand zugucken mag heute. Ja, kann ich verstehen. Aber das Spiel bietet halt leider ja auch nicht mehr an. So, was haben wir denn? Herzen? Oh, oh mein Gott. Man muss sich nur beschweren. Man muss laut genug schreien. Es hat ja nur fast 19 Minuten gedauert. Yay! Und ich habe jetzt schon Angst. Auf der Dschungelhalbinsel der Jadegrünweite führen die Saurins ihre Opferrituale durch. Zu welchem Zweck weiß niemand. Begib dich in die Wunschtraumruinen und erledige ihre Priester, damit ihre Magie aufhört, das Land zu verderben. Oh mein Gott. Magier. Okay, ist vorbei. Aber es sind Saurier. Ja, ist mir... Oh yeah, und ich habe hier diesen geilen Rotstich. Hier ist es rot. Na, nicht so rot. Schau auf meinen Kanal. Wo muss ich hin? Ach, da. Ich habe keine Ahnung, was das heute ist, aber it's red. Aber dann ist es bei dir richtig schön rot, glaube ich, weil hier ist es sehr rot. Du schaust dir nachher an. Ja. Wo greifst du denn an, Richard? Okay, Ich glaube, das wird schwierig. Die sagen, du brauchst ein Level 28. Und dann sind alle Gegner, selbst die kleinen Puppen, die hier rumlaufen, schon 30. Die sind echt 30. Aber die sehen auch cool aus. Was soll denn sowas? Ich dachte, wir könnten es ein bisschen weniger langwierig haben. Aber ich glaube, das wird nur noch länger dauern. Ja, vor allem, wenn die Leute dann immer wegrennen und einen im Stich lassen. Wo rennt ihr denn alle hin? Warum rennt ihr alle weg? Ich wollte nicht mit dem Kopf in seinen Hintern. Immerhin können sie reden. Der hat eben gesagt, tötet sie. Wow. Aber irgendwie
Schade, ich kann mir die Leiche jetzt nicht so schön angucken. Zeig mir mal deine Schuhe. Also, irgendwie haben die was von unten, aber... diese komischen langen Lappen am Kopf. So, das waren jetzt 3 oder 4 kleine normale Gegner und wir waren alle schon fast im Arsch. Einer ist sogar gestorben. Yay! Das wird ein richtig schöner Spaß. Stimmung! Und wie ich sehe, ich glaube, es machen alle heute zum ersten Mal diesen Dungeon. Keiner weiß, wo es lang geht. Und niemand weiß, was uns erwartet. 1, 2, 3, 4, 5 auf einmal. Ey, cool, wenn ich so stehe, sind meine Haare braun. Und steht Helga das? Nee. Aber es ist faszinierend, wie wandelbar sie ist. Vielleicht hilft er auch nicht. Da waren wir uns ein bisschen uneinig, wer jetzt hilft. Alter! Können die aufhören, nochmal wegzulaufen? Ja! Greift mich bloß nicht an! Ich fall um! Ein Richard in Ruhe, nur ich darf dich töten. Die haben schon ein bisschen was von Agonia. Zumindest vom Weiten. Ich trau mich ja nicht dicht da dran. Ja, aber diese stinknormalen Krieger mit so einem komischen Schlabberlappen da Ohren, was das sein soll? Toll, der Kopf liegt jetzt natürlich genau im Boden. Ja, das habe ich auch gedacht. Das sieht wieder aus, als ob es irgendwelche Hunde sind. Yay, jetzt kommt der erste große Gegner. Der sieht eigentlich cool aus, bis auf diese Oma-Kappe. Lass ihn, vielleicht ist es ein sehr stolzer Kopfschmuck in seinem Volk. Trotzdem eine Oma-Kappe. Aber ich finde es cool, dass er mit Sternen kämpft. Ich will auch mit Sternen. Aua. Ich bin festgekettet. Wow. Also das Feuer war sehr stark, wenn ich das so sagen darf. Wieder jemand umgefallen? Ja, der ist wieder blöd. Mist. Ich habe das Gefühl, das wird eine Weile dauern. Das wird sehr lange dauern.
Aber wir sind auch wirklich alle 28. Also Sind wahrscheinlich alle gerade 28 geworden. Und wollten das mal ausprobieren und jetzt sitzen wir alle ja, so hier. wie man das halt macht, ne? Stärkung! Man muss ja auch noch hinzu sagen, du bist die einzige Nichtkriegerklasse. Schon, ja. Und es dauert trotzdem ewig. So, wenn man jetzt noch nicht mal mit Fertigkeiten seinen Scheiß da aufhalten kann. Wow! Alter. What the fuck? What the heck? Also dann werden wir noch ein paar Mal sterben. Ja, ist noch nicht mal auf die Hälfte. Ja, nee, wir schaffen es ja nicht, sein Special da abzubrechen. Normalen Angriff. Wie man das bei Bashal oder so macht, klingt gut. Und das Spiel laggt gerade. Kommt nicht mehr klar auf das ganze Feuer hier. Ja. Ja, super. Das wird so von mir geweckt. Gott. Alle sterben am laufenden Band. Haben wir denn keine Heilung dabei? Ich habe Heilung dabei, aber... Okay, die auch von den anderen. Ah, Alter! schon klar. Okay, der hat mich jetzt voll erwischt. Oh, du bist auch fast gemorft. Ja, der hat mich voll erwischt. Ja. Ich konnte keinen Trank einsetzen. Oh. Bin in meiner Heilungskugel gestorben. Ach, wie schön. Und jetzt hat das wieder auf mich abgesehen, dass ich euch nicht heilen kann. Yay! Ich probiere ihn abzuholen. Interessiert ihn anscheinend nicht. Nee. Jetzt gerade. Was auf dich auf, Helga? Ach, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Golem. Kann keinen Trank einsetzen. Weil er den Trank nicht gezählt hat. Hat er mich schon wieder erwischt. Oh Gott. Ganz ehrlich, ich glaube, das schaffen wir nie. Hey, komm. Obwohl ihr so gut wie alle tot seid, habe ich schon 3% hingekriegt. Ich verwende einfach die Schriftrolle. Oh. Ja, Schriftrolle. Hui, ich habe ja noch 20. Ich hoffe, ich kann die auch alle benutzen.
Lass mich in Ruhe! Er verfällt in Raserei. Ich glaube, er wird ein bisschen wütend. Nein. Wenn man echt nur hört, wie sie alle so nacheinander sterben. Ja, ich bin eben auch fast weg gewesen. Ich bin weg. Ja. Eieiei. Rolle. Toll. Das ist ein aussichtsloser Kampf, aber wir schlagen uns wacker. Ich hab mich eben einmal erwischt, nachdem ich wieder da war, und ich bin auf 30% runter. Oh je. Brauchst du eine Kugel? Ich glaube, das sagt alles, oder? Sind die anderen rausgegangen, oder kommen die... Ach, die kommen nicht mehr rein, weil die über... Nee. Ja. Wir sind nur noch zu dritt. Das erklärt so einiges. Die anderen halten jetzt ein hübsches Kaffeekränzchen, weil sie nicht mehr reinkommen. Und wir sind einfach zu stur, um zu sagen, wir geben auf. Ja, das eigentliche Problem ist... Toll. Das eigentliche Problem ist, ich habe nur noch zwei Tränke. Oh, wir waren alle tot, ja. Ja, schön. Die Abstimmung zur Aufgabe. Yay. Wie kann man abstimmen, dass man keinen Bock mehr hat? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber das stand da gerade. Ja, ich weiß. Aber das ist auch verständlich. Weil das ist der erste von dreien, die man töten muss. Und wir verkacken da schon. Ja. Selbst wenn wir den jetzt schaffen würden. Die anderen würden wir nicht schaffen, weil ich habe nur noch zwei Tränke. Ja, genau. Und das andere sind Regenerationstränke. Vielleicht muss was man. Ich noch hab, aber. Wenn man das nächste Mal tot ist, einfach zum Lagerfeuer. Ja, und du fängst ja hier immer wieder bei 100 an und du kannst nicht mehr kaufen. Nein, aber vielleicht kann man da irgendwo abstimmen. So. Ich weiß nicht. Oh, ich wollte euch nicht angreifen. Ja, Rada macht immer so seltsame Sachen, wenn sie irgendwas geschafft hat. Das finde ich gruselig. Kann sie sich nicht freuen wie normale Menschen. Das ist das dumme fliegende Pikolente. Ich habe es. Diamant. Na dann. 4487 Punkte. Ich habe gedacht, ich bin wahnsinnig. Ich denke jetzt die Stunde 20 dran, die du spielst. Dein Glückwunsch, das heißt aber trotzdem, ich so ein Freudenkugel-Tanz aufführen solltest. Lass mich, ich hab alle Diamant. Bin ich jetzt nur noch alleine? Seid ihr alle tot? Nee, ich habe gerade zwei wiederbelebt. Okay. Damit überhaupt noch mal irgendwie jemand da ist. Der andere ist ja schon wieder am Lagerfeuer. Wie gesagt, da gehe ich auch hin, wenn ich sterbe. Das ist nur eine Frage der Zeit ist. Also eigentlich keine Frage der Zeit, weil das könnte sehr schnell passieren. So zum Beispiel. Aber das war dumm.
So, schauen wir mal. Die sitzen hier ist gemütlich. Jetzt im Lagerfeuer. Ja. Kann man nicht einfach durch das Tor wieder rausgehen? Abstimmen zur Aufgabe des derzeitigen. Ah, verdammt! Wie kann ich zustimmen? Irgendwie mit der Options-Taste, aber das war ganz kacke. Hey! Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht gegen das Mikro hauen. Das war ganz kacke von demjenigen. Der muss das nochmal machen. Der ist jetzt gerade wieder unterwegs. Ich wusste nicht genau, wie ich ablehnen kann, weil... Ablehnen war Options die ganze Zeit gedrückt halten, was ich aus Versehen gemacht habe, weil ich gerade im Kampf war. Ich muss eben kurz gucken, weil ich hatte auf Share gedrückt. Ich wollte nicht, dass der jetzt die ganze Zeit irgendwas aufzeichnet. Ich weiß nur nicht, wie ich ihm sagen kann, er soll wieder damit aufhören. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, er macht das einfach nicht. Wie hat er denn diese Abstimmung gemacht? Das frage ich mich. Keine Ahnung. Vielleicht kann das auch nur der Erste in der Gruppe oder so. Keine Ahnung. Das ist auch so. Oh, so. Am Seelenfeuer wiederbeleben. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, hallo. So, hi. Seelenfeuer nutzen. Schließen. So, was haben wir denn bei der Spielersuche? Ah! Bob. Hast du eine Stimme abgegeben? Ja, da steht okay. Stimme abgeben. Ja, gut. Das ja, dann liegt das nur da. Das zwar. Ah, sehr schön. Jetzt sind wir schon mal zu dritt. Also eigentlich haben wir schon mal gewonnen. Eigentlich sollte das jetzt klappen. Jetzt muss nur noch die Zeit ablaufen. Yay! Yay! Oh mein Gott! Die anderen wären drei Frösche gewesen. Wie geil! Was ist das denn bitte für ein Pinocchio-Chamäleon? Ja, das ist so witzig. Oder es sieht witzig aus. Ich weiß nicht. Aber ich finde die Frösche viel cooler. Ja, wir werden sie nie sehen. Weil wir das definitiv nicht schaffen werden. Vielleicht, wenn man auf Level 30 ist oder so. Sollte man bis dahin überhaupt noch die Muße haben? Ja, also ansonsten kann man jetzt eigentlich nur noch Prestige-Quests machen oder aufhören. Ja. Oder den anderen Dungeon over and over and over and over again. Ja. Definitiv. Ist eine gute Frage. Also für jeden, der dieses Spiel gerne spielen will, also ihr braucht Leute. Mehr ja, am als besten zwei. 5 Leute. Genau, damit man alles machen kann. Allen voran braucht ihr Zeit. Ich meine, gut, es ist ein MMORPG. Natürlich braucht man Zeit. Ja, aber man braucht schon wirklich Zeit, weil... Und viel Geduld. Und viel Muße. Die ganzen Währungen sich anzueignen. Damit man überhaupt was schaffen kann.
Ja. Das ist schon ein hartes Spiel. Ich werde gestreichelt. Oh. Auf dem Rücken. Und ich merke, meine Haare sind echt verdammt lang geworden. Es gibt da so etwas, das nennt sich Friseur. Ja, aber ich wollte nicht während Corona zum Friseur gehen, weißt du? Ich fand das irgendwie nicht richtig. Jetzt so langsam könnte man drüber nachdenken, aber ich wollte nächsten Monat zum Friseur. Perfekt, oder? Ja, ist ja nicht Ja. mehr so lang. Ja, ich glaube, an meinem Also nächste Geburtstag. Woche wolltest du zum Friseur. An meinem Geburtstag wollte ich zum Friseur. Habe eh nicht großartig was zu tun, also geh, kann ich auch an meinem Geburtstag Stunden beim Friseur verbringen. Stunden? Ja, Stunden. Okay. Bei mir dauert das lange. Ich bin wie ein Schaf, ich habe so Wolle auf dem Kopf. Das unterschätzen die sehr schnell. Und dann sitzt du da eine Stunde oder zwei oder drei, je nachdem. Wenn da noch Färben dazu kommt, ist es ganz vorbei. Ja, es dauert. Aber ich weiß noch nicht genau, was ich mit meinen Haaren machen will. Oh mein Gott, ich kann mir ein Schwert leisten, was mich besser macht. Dann können wir es ja gleich nochmal versuchen. Nein, deppert. Das Auf war die Englisch, are you richtige bush? Reaktion. Nein. Aber ich werde mir das Schwert trotzdem schnell kaufen. Mach doch. Aber, ich glaube, die hat das Ganze eben ein bisschen den Kopf vernebelt. Ja, ich meine, so an sich war es ein ganz schönes Spiel. Ich kann mir auch Ja, aber vorstellen, ich wenn glaube, man wir sollten irgendwie. uns für nächste Woche schon oder auch für übernächstes Mal auf jeden Fall was Neues suchen. Ja, ich wollte mal Weil. gucken, was der PlayStation Store noch so an MMORPGs oder sowas hat für uns. So. Dann könnte man nächste Woche vielleicht in ein neues Spiel einsteigen Weil mit einem das. neuen Richard und einer neuen Helga. Wie gesagt, also an sich finde ich das Spiel gar nicht so schlecht, aber es hat einige Macken und die größte Macke ist einfach, dass es so stagniert. Ja, also ich finde, das Spiel hat echt viele gute Sachen. Es macht viele Sachen sehr schön. Es sieht auch sehr schön aus. Ja. Aber es hat so viele Punkte, die mich einfach echt stören. Ganz besonders das Inventar stört mich massiv. Dann Ja, halt die das ist. Tatsache, dass du eigentlich Rüstungen kaufen musst, um irgendwann mal mit den starken Gegnern zurechtzukommen. Also massiv viel höhere Rüstung kaufen musst, als du eigentlich brauchst, um mit den Gegnern zurechtzukommen. Ich meine, vielleicht ist es auch nur ein Problem, das Richard ganz massiv hat, weil der ist ja immer nur Nein. umgefallen. Nein, Mick sagt nein. Ich bin ja genauso umgefallen und ich habe. Ich habe ja, warte mal. Ich habe jetzt Charakterinfo. Ich habe jetzt einen Rüstwert von 1177. So. Ja, also das ist eine Sache, Und du das stört mich sollst. schon, besonders weil du hast halt auch dieses Geld. Ich meine, das kannst du mit In-Game-Währung tauschen, das, was ich in Ordnung finde. Aber du brauchst halt massiv viel von diesem dummen Geld. Ja, und du kriegst massiv wenig dafür. Genau. So, und du musst ja schon allein innerhalb der Woche, da musst du wirklich Tag für täglich sozusagen spielen, dass du auf deine, ich weiß gar nicht, wie viele 100 noch was Stunden das waren. Ja. Das kann ich mal nachgucken. Willkommensbildschirm, Teilnahme.
Teilnahmeserie. Genau. So, du musst in einer Woche 450 Minuten online sein. Dann kriegst du 50.000 Baum Geld. 400. Was? 450? Oh mein Gott. Ja. Okay. Das ist schon echt. Ja, wie so, gesagt, das stört mich. Nur mal zur Info nebenher, der Dungeon hat einen Rüstwert von 915. 915? Echt? Da steht 915. Und ich meine, ich bin alleine schon mit 1177 gut drüber, wie ich finde. Ich habe 1113. Ja. Und wir haben verkackt bis zum geht nicht mehr, also. Ja, und ich gehe davon aus, dass die anderen auch ungefähr auf 1000 stehen. Plus, minus. Da passt definitiv was vorne bis hinten nicht. Ja, wie, das sind halt Dinge, die mich stören, und es gibt halt noch viele Sachen mehr. Wie gesagt, dass man... ich meine, es ist so eine Sache von einem MMORPG, dass die Leute sagen, ja, fang mir ein paar Fledermäuse. Ja, okay, ich brauche jetzt noch die Augen von den Fledermäusen, dass sie einen immer so hin und her schicken. Aber dass sie sagen... Das ist man ja gewohnt. Das ist ja auch noch in Ordnung, aber... Genau, dass sie sagen, ja, als erstes musst du die Tagesquests machen, damit du dann das Ansehen in dem Gebiet steigern kannst, was kein Problem ist. Das kann man machen, das ist nicht schwierig. Und dann musst du halt diese Bildsymbole abarbeiten, was schon, ja okay, da ist ein bisschen Abwechslung drin, aber eigentlich hast du ja davor schon alles Mögliche gemacht. Da fängt es schon an, bei den Bildsymbolen fängt es ja schon an. Ja, und dann... Weil das die Monster sind, die nicht immer da sind. Ja, sind da und ja dann musst du durchgehen und musst ein, zwei Tage oder drei Tage, je nachdem, wie viel Zeit man da reinstecken möchte, die Bossmonster killen, um diese blöden Blutsteine von denen zu kriegen. Und das sind so... Du machst drei oder vier Mal einfach dieselben Sachen hintereinander. Und das stört ja mich. Du hast eigentlich kaum Abwechslung dazwischen. Ich meine... Du kannst zwar die ganzen Nebenquests oder die ganzen kleinen Quests, die überall rumschwirren, noch machen. Aber ich habe zum Beispiel eigentlich alle Quests gemacht, die mir die Karte noch so angeboten hatte. Bis hierhin. Und ich habe ich habe nicht alle Quests gemacht, aber ich habe auch einige gemacht. Und es ist halt wirklich... Und das killt halt ein bisschen den Spaß. Ja. So, ich habe jetzt nochmal zum Schluss mein Baumgeld ausgegeben. Hab mich stärker gemacht. Yay. Kann Helga stark in den Ruhestand gehen. Ja. Ja, ich werde es zwischenzeitlich auf jeden Fall nochmal wieder spielen. So, wenn man nichts zu tun hat oder so. Ja, ich denke auch, dass ich mal vielleicht eventuell reingucken werde, je nachdem, wie ich Bock habe. Oh, der Chat taucht jetzt gerade auf. Wir sind jetzt gerade schon wieder dabei, aufzugeben. Aber egal. Wir sind in Depri-Abbruchstimmung. Ja, genau. Aber ich muss jetzt nochmal mein Kostüm ausziehen. Also so Schluss machen im Sinne von Blässern, die verlassen. Schluss machen. Wir wissen noch nicht genau, was wir dann nächste Woche machen werden, aber weil wir haben wieder eine neue tolle Quest, wo wir durch die Spielersuche müssen. Durch die Gruppendungeon müssen. Und wir haben zwei Dungeons zur Verfügung. Zwei von dreien und wir können nur einen machen. Genau. Und ansonsten wäre es halt wieder wie die letzten 2, 3, 4, 5 Male auch die Prestige-Quests machen bis zum Umfallen, um wieder eine Währung zu bekommen. Ja. Ja, das ist nicht schön.
Deswegen haben wir überlegt, ob wir hier vielleicht. Den Cut schon zu machen. Weil wir sind glorreich gestorben gerade. Mehrfach. Wir sind definitiv glorreich gestorben. Wir sterben immer glorreich. Wir wissen gar nicht, wie man anders zugrunde geht. Wo stehst denn du eigentlich gerade? Ich stehe hier beim Brunnen noch. Oder. In Sperios? Ja. Okay, weil du bist aus der Gruppe gegangen. Echt? Ist mir gar nicht ja. aufgefallen. Wie habe ich das denn gemacht? Keine ich bin Ahnung. Ein Genie. Ja. Lad mich doch wieder ein. Ach. Ja, wie gesagt, wir schauen mal nächste Woche. Es kann auch sein, dass wir vielleicht aber in der Woche das auszuprobieren. Ich glaube nicht, dass ich Bock dazu habe. Ich glaube auch nicht, dass ich dafür noch Zeit habe. Momentan. Ja. Weil, wie gesagt, das mit den Spielersuchtquests oder Gruppenquests ist halt immer so eine Glückssache, weil du musst gucken, ist überhaupt jemand online, mit dem du dann da durchrennen kannst. Und das ist anstrengend. Wir hatten gerade auch einmal 9 Minuten und einmal fast 19 Minuten gewartet. Ja. Bist du beim okay. Feuer in Sperios oder? Nein, am Brunnen. Ja, reitest du da wieder rum oder? Ach da. Ich da bist stehe. Du. Was sollen denn deine Mitbewohner entscheiden? Was wollt ihr denn entscheiden? Wow, Helga. Du bist so düster. Ja, ich habe das Kostüm ausgezogen. Ist das dein Trauergewand? Ja. Naja, also eigentlich ist das so ein dunkles Blutrot mit dabei, damit man ihr Blut halt nicht so sieht. Ich verstehe. Ich fühle mich so hell und das glänzend soll, in deiner ja Nähe. Das soll ja dem Gegner Angst. Ja. Richard ist schon voll ängstlich. Er guckt dich kritisch an. Ja, okay, ich ziehe das Kostüm wieder an. Erzähl mir doch mal. Erzähl doch selbst von deinem Foto. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Keine Ahnung. Wir werden mal schauen. Es ist ja auch wieder, wie ich gerade gesehen habe, als ich das Spiel gestartet habe, vorhin Summer Sale. Vielleicht findet man da ja noch irgendwas Schönes. Ja, der Summer Sale läuft gerade. Da denke ich auch, da wollte ich auch nochmal durchgucken. Eigentlich wollte ich das vorher machen, aber dadurch, dass wir so spät gegessen haben, wollte ich das jetzt hinterher machen. Vielleicht findet man ein schönes MMORPG oder irgendwas, das man so zu zweit ein bisschen allgemein spielen kann. Überhaupt was man zu zweit spielen kann. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Da ist Helga ja. aus dem Bild geslidet. Ich habe gerade eine Attacke eingesetzt. Ja, das habe ich gesehen. Weil ich habe gemerkt, dass sich durch den Kleiderschrank-Skin sogar das Aussehen von meinem Schwert ändert. Interessant. Ja. Das Switch Monster Hunter, da müssen wir noch gucken mit dem Setup. Wir müssen das irgendwann mal ausprobieren. Das haben wir noch nicht gemacht. Ja, da müssen wir online gehen und dann mit Dingens nebenher probieren. Ja. Discord, genau. Und hier ist gerade Land unter. Heieieiei. Regnet's? Das regnet und stürmt ganz schön. Ja, bei uns hat es nur ein bisschen geregnet und ein bisschen gestürmt. Jetzt ist es wieder friedlich. So. Schauen wir mal. So, hört man mich noch? Ja. Sehr schön. Also ich höre dich noch, ob die anderen dich hören, das kann ich nicht sagen. Da muss der Chat dann mal bei dir beantworten, ob er mich hört. Weil ja, sehen Verbindung tut man mich jetzt nicht. Hakelig. Oh, okay. Das mag die Konsole aber nicht. Nicht so wirklich.
ja, das sind voll die Multiplayer-Spiele. Ahem. Eigentlich könnte man mal gucken. In der App. So. Ich bin mal wieder im Game. So, in Hamburg ist trotz Ankündigung noch nichts runtergekommen. Ja, hier ist jetzt, wie gesagt, gerade wirklich Land unter. Also normalerweise mein Balkon ist überdacht und ist drei Viertel bis an eine Wand rangekommen. Das ist schon heftig. Ja, das klingt ziemlich heftig. Ich glaube, der braucht ein Update. Ich bin von uns der perfekteste Fotograf. Du bist der perfekteste Fotograf. Ja. Das ist sehr schön. Bin mir sehr sicher, dass ich der Platsch. perfekteste Fotograf bin. So, Helga setzt sich. Nein, ja, genau. So. Ist jetzt im Wasser. Ja, sitzt sie im Wasser. Ja, und ist, weil sie es kann. Perfekt. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu berichten? Sie ist und ist im Wasser. Genau. Du wolltest noch was sagen, Radar. Ja, aber man hört mich ja nicht. Man hört dich bestimmt. Ich bin dicht genug dran. Jetzt ja. Meinst du? Ja, Mick meint Aber jetzt du ja. könntest auch Mick ein, meint wir jetzt könnten dich ja. auch einfach in die Gruppe einladen, dann hört man dich noch besser. Ich habe ein wunderbares Bild gemacht von dem fliegenden Picolente mit fast 4.500 Punkten. Sie hat ein sehr schönes Bild gemacht. Ui. Ich hoffe, das habt ihr alle gehört. Ja. Siehst du, also Mick sagt, Mick ist Ui. alle. Er Mick ist alle. freut sich. Das ist schön. Und der Chat freut sich auch, Ah. siehst du? Toll, habe ich die App aktualisiert. 1,5 Stunden nichts anderes fotografiert als dieses dumme Pikulente. Muss mich einloggen. Also ich habe keine Ahnung, wie es ist, aber das Ark Survival Evolved ist im Angebot. Das ist dieses komische Dino-Spiel. Ich wollte gerade mal was Aktiveres machen als grinden. Okay. Hey, Monster Hunter ist im Angebot. Ah. Ja, Final Fantasy 14 ist auch im Angebot. Toll, das bringt einem aber leider nichts. Dabei würde ich das voll gerne spielen. Ja, nicht nur du. Aber es ist halt monatlich zahlen. Borderlands ist nichts für Matti. Für alle, die sich fragen, warum wir das gerne spielen möchten, es aber nicht machen, man muss monatlich zahlen. Richtig. Nein, man muss dazu sagen, man muss es sich kaufen und monatlich zahlen. Genau. Ich glaube, das ist es. Also, was haben wir denn hier? The Elder Scrolls Online. Skyforge. Ist das alles, was du mir anbietest? Ah, ne, da kommt noch was. Diesmal hat er so viele Bilder, die es sein könnten. Und bietet mir 2 Millionen Sachen von diesem Skyforge und von Elder Scrolls Online an. Das ist alles, was er mir anbietet. Ja, gut, ESO hast du ja gesagt, Ein ist für Wasser. dich so auf Konsole nichts. ESO habe ich halt nur auf dem PC. Nein, ESO hast du auch auf der PlayStation, aber du kannst es nicht spielen, weil die Steuerung bescheuert ist. Ja, aber ich habe Richtig. auch nur
ein Teil von ISO. Ja, das wäre ja shitty goal. Aber auf der Konsole ist die Steuerung nicht so meins. Und ich könnte mir Outward holen, dann können wir das noch mal probieren. Oh Gott, nein. Also du könntest es dir holen, ja, aber nein. Ich bin erstmal geheilt. Wovon redet ihr? Von Outward. No, das ist nämlich gerade im Angebot. Das ist schwer. Ja, also ich denke, wir werden schon irgendwas finden. Zur Not, zur allergrößten Not habe ich definitiv ein Spiel, was wir für ein, zweimal dazwischen reinschmeißen machen können. Das haben wir gespielt, als du hier warst. Das müsste ja auch online gehen. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Aber es gibt auch gar nicht so viele tolle Multiplayer-Spiele auf der PlayStation. Nein. Muss ich gerade wirklich mal feststellen, also. Das ist schon nicht nett, ganz ehrlich. Und wenn man nicht gerade doof gegeneinander abballern oder Rennen fahren will. Oder irgendwelche Sportarten spielen will. Ja. Ich meine, ich hätte auch nichts dagegen, irgendwas auf dem PC zu machen, aber das ist mit der Internetverbindung sehr schwierig im Moment. Ja, ich habe das 3-Sterne-Foto von 10A. Wieso habe ich das von Zur hier Not nicht? Können wir ja mal das We Were Here ausprobieren nächstes Mal. Könnte man auch. Das haben wir noch da. Genau. Sagte meine Bibliothek. Bum-bum. Ach, das funktioniert ja erst wesentlich später und nicht so prickelnd zusammen. Das Genshin Impact. Was heißt wesentlich später? Du musst bei Genshin Impact erstmal irgendwie ein Weltlevel-Schlag-mich-tot haben. Ich glaube 12 oder irgendwie sowas. Und das Weltlevel steigern dauert auch ein bisschen. Und dann kannst du erst mit anderen spielen und das ist hauptsächlich auch eher Dungeon-lastig. Und immer wieder dasselbe. So wie ich das mitgekriegt habe, beziehungsweise man kann auch auf der Weltkarte und so weiter zusammen rumlaufen und kämpfen, aber der Fortschritt zählt dann nur für einen. Okay. Was ich dann auch wieder Banane finde. Schon. Das ist so ähnlich wie bei Far Cry, wenn man da Multiplayer machen will. Dann kann man da auch zusammen spielen, aber die ganzen Quests, die du bei dem einen gemacht hast, musst du bei dem anderen dann auch wieder machen. Also müsste man dann immer doppelt. Richtig, du musst das dann immer doppelt machen. Der eine macht das Spiel auf, der andere joint, dann spielt man bis zu einem Punkt und wenn man sich auf. Also sucht man sich irgendeinen Punkt, bis wo man mal spielt. Wenn man das da gemacht hat, muss der andere öffnen und das da bis dahin auch wieder machen. Okay. Wow. Es gibt Helga mehrfach. Wenn ich mich hier drehe. Wie ich gerade stehe. Schöne Spiegelung. Yay. Doppelteam. Ja, aber wir werden sehen, was uns
nächste Woche erwartet. Seid gespannt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gute machen Nacht. Wir für heute Schluss. Gute Nacht und bis Darren. Darren. Ich habe heute sehr früh aufgehört. Wir haben ja nichts mehr.